Nach den 100 Kilometern letztes Wochenende nehmen wir euch heute mit auf eine kürzere Tour. Aber nicht weniger abenteuerlich. Euch erwarten Übernachtungsabenteuer auf Trekkingplätzen und wir werden einige Ruinen sehen auf unserer Tour. Wir sind an der Burg Frankenstein. Lasst mal reingehen. Die Natur hat sich die Ruine schon überall wieder zurückerobert. Sitzt hier am Boden, aber ganz besonders auch an den Wänden, wo überall schon das Grün wieder rauskommt. Das sieht richtig, richtig toll aus. Und dort waren wir eben drin. Such. Ein bisschen Thron-Action. Matthias schnell fliegen. Und natürlich bietet die Ruine zahlreiche Fensterchen, wo man durchfliegen kann. Ich habe mich eben nicht ganz so getraut, nach der Höhenaufnahme hier durch das Fenster zu fliegen. Aber Matthias ist in einem Rutsch durch. Da ist schon die Drohne. Runter. Nicht gerade wenig. Wo gehen wir lang, Matthias? Ins Licht. Mit welchem Ziel? Zur Burgruine Diemerstein. Das ist gerade hier sehr idyllisch. Bei einem Felsen. Heil entfernen. Ja, richtig dichtes Gestrüpp hier. Super schöner Wald. Ist entspannt. Und es ist ganz witzig, weil so einzelne Tropfen runterfallen. Das heißt, man hat immer so ein bisschen so diese Geräusche, die man auch mit Regenwald assoziiert. Ein mystischer Tisch, wie aus den Rittern der Tafelrunde. So sieht es aus, wenn man eine Brennnessel streift. Aua! Oh. Ich dachte, es war ein Stacheln, aber es ist einfach eine Brennnessel. Oh, Schatzi. Aber wahre Abenteuer lassen sich nicht von ein paar Brennnesseln bremsen. Aber von richtig vielen schon. Ja, also jetzt merkt man schon, dass es rot wird. Ja, nicht schlimm. Ich werde nur noch ein bisschen jammern. Da lang? Leider zu. Wir warten gerade den Regenschauer ab. Aber das Blätterdach hält. Ja, da draußen stürmt gerade ganz schön. Ich glaube, es kommt aus der Kamera nicht raus, aber da kommt richtig dick runter gerade. Ja, da hinten ist schon fast alles nur noch weiß vor Regen. Der Regen hat leider nicht nachgelassen. Und auch unter dem Baum wurden wir jetzt nass. Darum haben wir jetzt doch die Regenkleidung angezogen. Matthias hat eben schon gesagt, das riecht ganz anders jetzt mit dem Wald, wenn das so feucht wird. Aber ich weiß gar nicht, wonach. So ein bisschen modrig? Ja, vielleicht ein bisschen. Positiv durch den Regen ist, die Schuhe werden wieder sauber. Das ist doch schon mal sehr schön. Ich habe gerade nachgeschaut.
Laut Google Maps regnet es ja eigentlich nicht. Hey, wir bilden uns auch mal ein, Matthias. Genau. Wir nutzen die gezwungene Pause durch den Regen für eine Rast. Und was gibt es? Zitronenkuchen, unser neuer Liebling, neben dem Marmorkuchen. Und wer hat es für uns gebacken? Der Kuchenmeister. Mhm. Danke an den Kuchenmeister. Ja. Vielleicht ist er auch nur unter den Bäumen so regnerisch. Wissen wir ja nicht. Guck mal, da draußen kommt auf jeden Fall die Sonne raus. Ihr vertrauen oder lieber nicht? Du entscheidest. Also gefühlt ist hier weniger Regen. Aber wahrscheinlich kommt es einem auch nur so vor, weil man die Tropfen nicht mehr hört. Und schwenk auf die Ruine. Okay. Seht ihr auch die Schwaden, die da so aufsteigen? Ich hab gedacht, das Feuer, aber es ist wahrscheinlich hier überall Wasserdampf, der aussteigt von dem Regen. Hier drüben sieht man es, glaube ich, auch nochmal ziemlich gut, da wie es da aufsteigt. Krass, guck mal, Matthias da. Ja, sieht sehr mystisch aus. Dort schaut sie. Der Kuckuck. Kuckuck, Kuckuck. Nach dem Regenguss sind die Farben hier aber richtig toll. Alles glitzert in der Sonne. Richtig schön. Gut, dass wir hier lang sind, ha? Immer der Sonne entgegen. Mal wieder die Pflanzen, die Wurzeln runtergewachsen sind, ja. Meter lang. Da oben sehen wir ganz leicht die Burg Zinnen. Ich glaube, die beste Perspektive hatten wir aber gerade schon. Ja. Mit der Drohne. Mit der Drohne hat man den besten Ausblick. Ist leider so. Und wir teilen ihn mit euch. Richtig. Wo geht's lang? Da lang. Und dafür muss man hart sein, weil es sind überall Rennnesseln um einen rum. Das heißt, wie geht man da am besten durch? Hände nach oben. So, hört es sich an, wenn man nach einem Regenguss läuft. Ein bisschen hart, ein bisschen sitzen. Hat irgendwas. Es regnet schon wieder. Ja. Gut, dass der Regenjacke noch nicht eingepackt war.
Zeit für Mittagspause mit Tomate, Kräuter, Vollkorn-Snack. Mit extra vielen Tomatenstücken im Teig. Mm. Und jetzt kommt Trommelwirbel. Welchen Aufstrich hast du ausgesucht? Ich weiß es auch noch nicht. Tomate, Rucola. Sehr gut. Mm. Dann. Guten Appetit an uns selbst. Ja, genau. Ein bisschen kalt, der Stein. Wir machen uns weiter, nehmen unseren Müll mit. Ja. Und steigen jetzt mal so langsam den Trekkingplatz an. Wir haben für heute Nacht einen Trekkingplatz gebucht. Wir sind schon ganz gespannt, wie der aussieht. Habt ihr schon mal so einen schmalen und bewachsenen Trail gesehen? Richtig cool. Die Lichtspiele hier im Wald sind richtig cool. Gerade eben ist eine Wolke vor die Sonne gezogen. Plötzlich ist es ziemlich dunkel geworden. Ich glaube, das kommt auf der Kamera gar nicht so rüber. Aber für uns wirkt es jetzt wie eine Abendstimmung. Ja, wirklich eher nach Dämmerung. Und, falls ich es noch nicht gesagt habe, ist anstrengend. Es geht schon ein bisschen schneller berghoch, also jetzt nicht super schlimm. Aber mit dem Gewicht hinten drauf ist merkt man, dass er warm wird. Ich habe deinen Rucksack gestern gewogen. Hast du meinen Rucksack gewogen? Ja. Ernsthaft? Du hattest inklusive Wasser 9,5 Kilo. Okay. Ich wusste nicht, dass mein Rucksack... Hast du das gemacht, während ich beim Yoga war? Ja. Ich glaube, wir haben den Platz gefunden. Drüben ist auch schon eine Hängematte. Sollte es sein. Aufgeregt? Ja, ein bisschen, ehrlicherweise. Das Zelt steht und pünktlich fängt schon wieder an zu regnen. Okay, okay. So. Der Regen hat nachgelassen, das nutzen wir, um uns eine Portion Nudeln zu kochen. Es köchelt. Nach dem ersten Regenschauer habe ich auch noch mal das Zelt nachgespannt. Es hatte durch die Feuchtigkeit auch schon ein bisschen an Spannung verloren. Und die ganze Nacht ist auch nochmal Regen vorausgesagt. Aber so sollten wir jetzt trocken bleiben. Miracoli! Ja, es ist super lecker! Ja, schmeckt sehr gut. Matthias hat gekocht. Sehr, sehr gut. Was darf bei einer Nacht im Zelt nicht fehlen? Unsere Paradise. Lustige Geschichten. Du fängst an. Es war einmal ein kleines Gespenst. Das wohnt in der Pfalz. Die Stimmung am Morgen, nachdem es die ganze Nacht durchgeregnet hat. Neben unserem Zelt ist hier noch ein kleines. Eins, zwei Hängematten und da hinten noch eine Hängematte. Es gibt eine Feuerstelle und eine kleine Trockentoilette. Hat die ganze Nacht durchgeregnet, aber das Zelt hat gehalten. Es gibt erstmal Frühstück.
Granola und 2000 Kaffee. Wie war die Nacht? Total gut. Ich habe so gut geschlafen. Ja. War richtig geht mir auch gut. So. Ich habe auch echt gut geschlafen. Und vor allem ist es wirklich schön gewesen mit dem Regen, der so aufs Zelt tropft. Also hört ja nach wie vor. Elegant wie eh und je. Ja. Ja. Wir haben uns den Rucksack jetzt gepackt und packen jetzt als nächstes das Zelt ein. Es ist immer noch total neblig und feucht. Fühlt sich an, als wenn wir in der Wolke übernachtet haben. Der Fluglärm hier in der Pfalz ist schon enorm. Ständig fliegt irgendeine riesen Transportmaschine über uns hinweg. Wir verlassen den Trekkingplatz. Hat uns gut gefallen. Das ist ein schöner Platz. Ja, also sehr angenehm. Und man hat jetzt auch nicht so, es war jetzt nicht überlaufen oder so, man war trotzdem so für sich. Ja, und hier so schön versteckt im Wald. Richtig gut. Fast hätten wir das Gästebuch vergessen. Hm. Wow, da sind richtige Romane drin. Sehr schön gewesen. Und Hündchen. Hier hat jemand auch seinen eigenen Stempel. Ich bin dann mal draußen. Mhm. Gut, da tragen wir uns mal ein. Boah. Das heißt, weißt du, wenn ich mich gestern verlaufen habe beim Wasserholen? Nach 3 Minuten vom Weg, als ich aus dem Camp rauskam. Drei Meter. Ja. Es hat aufgehört zu regnen, aber hier im Wald merkt man davon noch nichts. Es tröpfelt noch so viel Wasser von den Blättern runter. Schon krass, wie grün es hier im Frühjahr ist. Ja, schon richtig toll. Und vor allem sieht es so nach wie vor so mystisch aus, weil guck mal hier, wie die ganzen Tropfen in den Bäumen hängen. An jeder Nadel hängt ein Tropfen. Julia hat alle nachgezählt. Natürlich. Kommt mal mit. Da sieht man zum Beispiel ganz gut. An jeder Nadel ein Tropfen. Und das ist überall so eine Nadel. Echt schon ganz cool aus. Wo geht's lang, Matthias? Okidoki. Achtung! Rinder. Ja. Hier steht: Vorsicht, kalt mit Mutterkuh. Bitte unbedingt 50 Meter Abstand halten. Nie zwischen Kalb und Kuh treten. Also wir sind gestern ja auch schon hier hochgelaufen durch das Gebiet und haben tatsächlich keine gesehen. Mal schauen, ob das heute. Aber gestern hat man, finde ich, ein bisschen Kuhkörben gehabt. Ja, einmal findet sie okay, wenn man durchläuft, aber beim zweiten Mal hört der Spaß auf. Hm. Irgendwann hat er Spaß ein Loch. Das Spaß ein Loch, sagt man so. Ja. Wirklich? Ja. Matthias Erfindung oder wirklich eine Redewendung? Schreibt in die Kommentare. Dann merkt man, dass Julia ein liebes Kind war, wenn sie die Redewendung irgendwann hat er Spaß noch nicht kennt. Julia steckt leider fest. So, geh bitte ganz easy peasy durch. Oh, ich steck von deinem Mikro. Stunden später. Ebola, frisches Wasser. Zum Wohl. Super schön hier. Wie der See hinter den Bäumen hervorlugt. Deine Meinung? Super schön. Ja. Hat so was Entspanntes. Ich muss auch sagen, der Kopf ist schon wieder total frei.
Schussfilz dabei. Der See hier nebenan ist fast komplett bewuchert in dem Abschnitt. Sieht aus wie eine Wiese auf den ersten Blick. Diese Sandbank hier finde ich richtig cool. Der Weg hier ist wirklich richtig schön, sehr naturnah. Mhm. Es liegen auch viele angestürzte Bäume auf dem Weg. Geht hier an so einem kleinen Fluss entlang. Aber dann fliegen ständig irgendwelche Frachtmaschinen über uns. Uns kommt einem vor wie am Frankfurter Flughafen. Ja, ich fand es sogar echt heftiger als Frankfurt vom Flug her. Ja. Es sind deutlich tiefere Tonlagen, in denen es brummt. Und lauter, ist schon enorm. Aber lasst euch trotzdem nicht abschrecken. Nein, ist trotzdem wunderschön. Ist wirklich richtig schön hier. Jetzt ist da eben ganz schnell drüber, aber ich fand es jetzt gar nicht so einfach. Die Sonne kommt raus. Yeah. Nicht nur in unserem Herzen, sondern auch visuell sichtbar. Ich glaube aber, das bewirkt auch unsere Einstellung. Wenn man nur fest genug dran glaubt, gehen Wünsche in Erfüllung. Na, ja, jetzt haben wir eben einen Baumstamm unten durch, oben drüber. Aber der ist jetzt doch relativ tief. Mal gucken, ob ich durchkomme. Wahnsinnig elegant. Aber durchgekommen. Vorsicht, matschig. Wir haben jetzt gleich unseren zweiten Trekkingplatz erreicht. Laufen jetzt gerade durch ganz verwunschene Wege. Alles sehr matschig, weil es mir so viel geregnet hat. Ja, aber ich freue mich jetzt, dass wir noch die zweite Nacht haben. Dann den Kocher auspacken, das Zelt auspacken. Ist doch ein anderes Feeling. Ein Kontrastprogramm zu unserem sonstigen Alltag. Wir sind angekommen auf dem nächsten Trekkingplatz. Matthias ist heute Abend Wasser holen. Wir machen das ja mal ganz fair. Gestern Abend war ich, heute geht er. Nehme ich jetzt mal mit. Im Gegensatz zu dem Trekkingplatz gestern Abend, wo wir einfach so im Wald, zwischen den Bäumen, mein ganz nettes Komposthäuschen so in der Mitte hatte und das alles ein bisschen wilder war, ist es hier, kann man hier nicht verfehlen, wo man campen darf. Da ist nämlich alles gemulcht. Egon zeigt's mal. Einmal hier rüber die Fläche. Dankeschön, Egon. Genau, da dürfen wir heute unsere Zelte aufbauen oder unser Zelt. Wir haben eben noch einen getroffen, der auch hier heute Nacht übernachtet. Ich kann euch nochmal sagen, den Namen von dem Trekkingplatz. Tatsächlich bekommt man halt immer die genauen Koordinaten, wenn man dann gebucht hat. Also es hat jetzt 15 Euro pro Nacht gekostet, pro Zelt. Was echt super ist, zu zweit. Das heißt, jeder von uns hat jetzt quasi pro Nacht 7,50 Euro gezahlt. Wir sind mit dem Deutschland-Ticket angereist, das wir haben. Also muss nicht immer super die Ferne und super teuer sein, sondern kann einfach auch mal eine richtig coole Auszeit mit wenig Materialeinsatz, würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind voll ausgestattet, aber mit wenig Geld sein, wenn man die Sachen schon hat, grundsätzlich fürs Camping. Das ist der Trekkingplatz 8 in der Pfalz, Enkenbach-Alsenborn. Was wir übrigens auch noch hier immer haben, ist
eine Feuerstellenmöglichkeit. Und kurzer Schwenk hier rüber, Sekunde. Hier liegt normalerweise auch immer Brennholz rum. Da hinten. Das ist jetzt aber schon ziemlich nass. Und wir werden auf den Gaskocher heute Abend wieder setzen, damit wir nicht eingeräuchert sind und nicht alles nach Feuer riecht. Fichtennadeltee. Schon wieder beschlagen? Nee. Aber die haben jetzt ihre Farben verändert. Die waren total grün. Und jetzt ist es ein bisschen bräunlich. Hat noch wenig Geschmack, deswegen kommen noch mal ein paar Blätter nach. Wenig Geschmack oder gar keiner? Gar keiner. Also Fazit, Fichtennadeltee. Wir müssen noch mal googeln, wie das genau geht. Ja, also es schmeckt nicht so nach viel. Es hat eben, als ich immer die frischen Sachen reingeworfen habe, hat zumindest dieser ätherische Öl sich mehr entfaltet. Es hat ein bisschen gerochen wie in der Sauna. Wir haben auch eben hier mal getestet, die grünen Spitzchen zu essen. War so, naja. Ich weiß nicht, soll ich mal reinlassen? Ja. Am Anfang war ich schon ein bisschen nach nichts. Und dann kommt aber so eine ganz leichte Säure raus. Die ist schon ganz angenehm, was anderes im Mund zu haben. Aber wir haben halt auch leckeres Essen dabei. Und sind nicht 7 Tage in der Wildnis gerade unterwegs. Das heißt, ja. Also ich würde es nochmal auf jeden Fall ausprobieren. Ja, ich würde es auch nochmal ausprobieren. Ja, ja. Weil im Moment war es wirklich fast nur warmes Wasser. Ja, aber jetzt sind auch die Nadeln grün geblieben, weil eben als Matthias die ja ins Wasser geworfen hat, haben die richtig die Farbe. Also entsättigt, da sind die braun geworden. Wie wenn Oma Rosenkohl kocht. Oh nein. Soll ich mal welchen für dich zubereiten? Oh je. Also, so wie wir den Rosenkohl lieben gelernt haben, auch wenn er früher verkocht wurde, wird es vielleicht doch noch beim Fichtentee. Zelt steht, aber wir haben die ersten Regentropfen gespürt. Da wollen wir jetzt schnell einpacken und schnell noch das Essen warm machen. Und dann heißt den restlichen Abend im Zelt verbringen. Ja, ganz gemütlich und kuschelig. Vielleicht noch einen Podcast hören. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch der Senckenberg-Podcast wäre ganz gut. Auch wieder neue Folgen raus. Mal schauen. Und dann wollen wir morgen früh ganz früh los. Es gibt heute eine Burrito Bowl. Eine Mischung aus gedämpftem Langkornreis, Gemüse und Bohnen. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich bin fürs Kochen zuständig. Julia richtet die Wohnung ein. Hi. Guten Appetit. Guten Appetit. Das riecht auf jeden Fall gut. Ja. Reis kann noch ein bisschen weicher sein für meinen Geschmack, aber ja, das, ja, das ist gut. Ist wahrscheinlich jetzt wegen Erhitzen, oder? In 2 Minuten. Wir haben 7:30 und machen uns jetzt schon auf den Weg. Genau, wir haben heute noch geplant, einfach ein bisschen schönes Wochenende in Frankfurt zu machen. Und haben somit genau in 48 Stunden Mikroabenteuer genau gemacht.
Ja, eine richtig coole Kombi eigentlich aus Trekking in Deutschland und Big City Life. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.